hareketçisi. Ha, şimdi geliyorum. Bu arabaya, burası boş mesela. Buraya yaklaşabilirim. Gayet yaklaşıyorum bu arabaya. Hı. İki arabanın aynalarını birbirine denk getiriyorum. Tamam mı? Denk. Tam sağa kırıyorum arabanın. Arkama bakıyorum. Gelen giden var mı? Yok. Geri geri gelmeye başlıyorum. Geldim. Geri geldim. Geldim. Şimdi bak, arabamın aynasıyla diğer arabanın kıçı birbirine denk geldiği zaman tam tersi kırıyorum direksiyonumu. Geri geri gelmeye devam ediyorum. Geliyorum. Öne doğru topluyorum arabamı. Ve de parkımız tamam. Gördüğün gibi bir sürü de boş yerimiz kaldı. Çıkacağımız zaman da birazcık arkaya doğru arabamızı alıyoruz. Ondan sonra tam sola kırıp çıkıyoruz. I'm on the train. Ich habe mich im Sommer 2022 nach meinem Realschulabschluss dazu entschlossen, in Zug zu ziehen. Ich kann morgens entscheiden, ob ich tagsüber in die Alpen oder in der Ostsee baden gehen will. Mein Leben im Zug, das kostet so roundabout 10.000 Euro im Jahr. Der größte Teil davon geht für die Bank, hat 100 erste Klasse drauf. Das sind aktuell knapp 6.000 Euro im Jahr. Ich bin digitaler Nomade, weil ich aus dem Zug heraus arbeite. Ich arbeite als Softwareentwickler für ein kleines Kölner IT-Startup. Ansonsten habe ich kurz nach dem Beginn von meinem Leben im Zug festgestellt, dass man mit dem Bord-WLAN wirklich schlecht arbeiten kann. Von daher war eine meiner ersten Investitionen wirklich ein Unlimited-Datenvolumen-Vertrag. Das ist alles, was ich zum Leben im Zug brauche. Das ist ein 30-Liter-Rucksack, eine Decke nachts zum Zudecken, ein paar Klamotten, die ich dabei habe, drei T-Shirts, zwei Hosen, Zahnbürste, Zahnpasta und ähnliches, eine Weste. Und oben drin sind noch ein paar Elektronik-Sachen. Unten drunter ist mein Laptop. Meistens wasche ich meine Wäsche mit der Hand in der DB-Lounge. Da werde ich dann doch mal mich nach einer Dusche sehne, dann gehe ich ins Schwimmbad, meistens in der Bahnhofsnähe. Meistens esse ich in der DB-Lounge. Das ist für mich als Bankkarte N100-Besitzer komplett kostenlos. Ich schlafe mindestens so gut wie zu Hause im Bett.